Ich habe eine ganz tolle Überraschung für dich. Ich habe einen Sammelkalender für essbare Wildpflanzen erstellt, damit du eben genau weißt, welche essbaren Wildpflanzen aktuell zu sammeln sind. Das Ganze ist so konzipiert, dass du dir den auf jeden Fall ausdrucken kannst. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe auch mal wieder mit dem Design gemacht, sodass es wirklich auch hübsch aussieht und vor allem sehr praktikabel ist. Und ja, den kannst du dir jetzt herunterladen. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem spannenden Interview zur Giftpflanze des Jahres 2024. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und wir lieben Wildpflanzen. In bisher über 200 Folgen Kraut im Ohr teilen wir diese Leidenschaft mit dir und erzählen dir spannende Geschichten rund ums wilde Grün, teilen Tipps und Tricks und holen renommierte Fachleute vors Mikro. Gebündelt findest du all das auf www.lunaherbs.de, wo du dich außerdem über unsere neuesten Angebote informieren kannst, zum Beispiel der bald anstehende Brennnessel-Online-Workshop. Der startet am 16. April um 18.30 Uhr und lässt dich in jedem Fall in Liebe zu dieser Grande Dame aus dem Straßengraben entbrennen. Schnell noch einen Platz sichern, es lohnt sich. Heute sprechen wir allerdings tatsächlich über etwas, das wir nicht in Liebe verzehren sollten, auch wenn die Pflanze wirklich wunderschön ist. Heute tauchen wir erneut in die Welt der Giftpflanzen ein, denen wir den Monat März gewidmet haben. Giftpflanzen haben es in sich. Manche sondern ihre Wirkstoffe bereits nach bloßer Berührung ab, manche haben wir im Kühlschrank, ohne es vielleicht zu wissen. Wissen ist überhaupt das Stichwort, wenn es um die Annäherung an diese Pflanzen geht. Denn immerhin ein Drittel aller Pflanzenarten produzieren Giftstoffe. Giftstoffe schützen Pflanzen vor Fressfeinden. Gifte können heilen und töten. Der griechische Arzt Nikandros von Kolophon hat bereits aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert eine Abhandlung über Gifte und Gegengifte hinterlassen. Antike Giftmorde kennen wir reichlich von römischen Kaisern und Sokrates lehrte den berühmten Schierlingsbecher. Der Beruf des Vorkosters mutet heute skurril an, hat aber genau da seine Wurzeln. Wer Gifte zu mischen vermochte, hatte ein gutes Auskommen. Heute nähern wir uns online und daher gefahrlos und mit großem Staunen der Giftpflanze des Jahres 2024. Dazu haben wir Helge Masch, den Leiter des Botanischen Sondergartens in Hamburg, eingeladen, der sich damit ganz besonders gut auskennt und der uns nun mit in seinen Garten nimmt. Lieber Herr Masch, mögen Sie gern vorab kurz was zu sich und zum Botanischen Sondergarten sagen, vor allem, was denn wohl ein Sondergarten ist? Genau, mein Name ist Helge Masch und ich bin schon sehr, sehr lange in diesem Botanischen Sondergarten tätig. 1983 bin ich da tatsächlich angefangen. Seit 1993 habe ich die Leitung dort inne. Und ein botanischer Sondergarten ist eine öffentliche Grünanlage, der in diesem Fall als Schulgarten 1926 gegründet worden ist. Also wir stehen kurz vor unserem 100. Geburtstag. Und wir folgen der Idee des Schulgartens. Also wir wollen Informationen weitertragen. Dafür haben wir ganz viele Schulklassen, die den Garten besuchen, zu den unterschiedlichsten Themen. Wir haben Führungen für jedermann, Erwachsene und auch im Kinderferienprogramm in Präsenz. Aber wir haben eben auch von Oktober bis Ende März ein sehr reichhaltiges Online-Programm. Das ist etwas, was ja aus Corona herausgegangen ist. Also alle jammern und schimpfen über Corona, aber das ist ganz viele tolle neue Impulse und Ideen gibt, das vernachlässigt man immer. Und das ist eben ein Format, was ja mir sehr viel Spaß macht, diese Online-Veranstaltung, und was eben auch über den Hamburger Tellerrand hinausgeht. Wir haben also Teilnehmende im gesamten deutschsprachigen Raum. Genau, und das können wir ja auf jeden Fall auch nochmal verlinken, denn wir sind ja auch ein genauso verbreiteter Kanal und das ist eine wunderbare Ergänzung, weil Sie einfach auch so ganz tolle Themen auf dem Schirm haben. Heute wenden wir uns dem Thema Gift zu. Wir machen gerade ein kleines Themenspecial im Monat März zu Giftpflanzen und das
altbekannte Zitat von Paracelsus lautet ja, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Genau. Lieber Herr Masch, das kennen Sie. Wir reden heute über die Giftpflanze des Jahres. Was hat es denn wohl damit auf sich? Was hat es damit auf sich? Nun ja, es gibt ja immer Ideen, die so durch den Kopf geistern, was man alles so machen kann, wenn man der Leiter eines solchen Gartens ist. Und ein Format war eben, dass wir auf die Natur des Jahres hingewiesen haben. Das heißt, alle Institutionen, sei es die Loki-Schmidt-Stiftung mit der Blume des Genau. Jahres, NABU-Bund für Vogelschutz, früher Vogel des Jahres, das sind so die beiden ältesten in dieser Kategorie. Und die haben wir immer vorgestellt, die ganzen Individuen, den Baum des Jahres und so weiter. Und das wurde ja immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann, als ich diese Liste zusammengestellt habe, habe ich gedacht, also ich habe schon immer viel Führung zum Thema Giftpflanzen gemacht. Eigentlich so die Giftpflanze des Jahres wäre ja auch cool. Naja, dann habe ich das so ein bisschen als spinnerte Idee verworfen. Und genau ein Jahr später kam diese gleiche Idee nochmal. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, wenn man eine Idee zweimal hat, dann sollte man beim zweiten Mal sie auch umsetzen. Und ja, dann habe ich überlegt, welche Ideen kann eigentlich hinter dieser Wahl der Giftpflanze des Jahres stecken, weil Pflanze, Blume, Baum und so weiter, Pilz, Reptil, was es da alles des Jahres gibt, das sind ja im Prinzip alles Lebewesen, die irgendwie ein Köfferchen zu schleppen haben, die ein Problem mit sich bringen. Und die Giftpflanzen, die haben auch ein Problem. Keiner kennt sie und keiner will sie. Aber wie soll man da jetzt rangehen? Und die Idee ist tatsächlich, in Kommunikation mit den Menschen zu treten und das Thema Giftpflanzen tatsächlich unter die Leute zu bringen. Das heißt, dass man sich einmal Gedanken macht, bis zum 20. Mai, welche Pflanze würde ich denn vorschlagen? Wir haben 5 Kategorien. Einmal die ein- und zweijährigen Pflanzen, dann haben wir die Gehölze. Seit kurzem haben wir, wie gesagt, noch eine weitere Kategorie, das sind die giftigen Nahrungspflanzen. Und dann kommen Stauden und Zimmerpflanzen und Kübelpflanzen, die wir schon immer dabei hatten. Und in diesen 5 Kategorien können die Bürgerinnen und Bürger, die Interessierten, dann eben sich für jede Kategorie eine Pflanze aussuchen. Und wir zählen dann durch, welche Pflanze wurde am häufigsten vorgeschlagen. Ja. Das machen Sie online, das heißt also, oder ist es lokal? Sowohl als auch. Das machen wir auf allen möglichen Wegen. Das heißt, jeder, der Lust hat, sich daran zu beteiligen, der kann sich an uns wenden und sagen, hier, ich habe jetzt mal einen Giftpflanzenvortrag, schick mir doch mal ein paar Fragebögen, welche Pflanzen jetzt als Kandidat vorgeschlagen werden oder Abstimmungszettel oder. Aber auch online und auch bei uns lokal kann man das auch machen. Also da Das ist. heißt, die nächste Wahl steht dann ja schon fast wieder bevor. Wir senden das im März, Ende März. Das heißt, dann darf man sich schon wieder sozusagen auf die Suche begeben für die Giftpflanze 25 und tatsächlich mitwählen. Ganz genau. Man darf Vorschläge machen, wie gesagt, bis 20. Mai und ab 1. Juni, die Zeit brauchen wir dann, um die Stimmen auszuzählen und die Internetseite so ein bisschen aufzufrischen, dann geht die Abstimmung eben wieder los. Hat Sie denn die Wahl in diesem Jahr überrascht? Wir verraten natürlich gleich, was es ist und auch geht es natürlich mehr um eben genau diese Pflanze, aber wir halten es noch ein bisschen spannend. Also hat sie die Wahl Mich überrascht? überrascht bei der Aktion überhaupt nichts mehr. Also Okay, es okay. ist ja, tatsächlich die 20. dann schon geworden. Also bei der 5. Giftpflanze des Jahres haben wir versucht, bei Wikipedia das dann unterzubringen. Und das war dann noch nicht historisch genug, aber irgendwie haben wir es dann doch geschafft. Also man hat uns nicht zugemutet, dass wir tatsächlich mehrere Ausgaben davon hinkriegen. Wir sind jetzt im 20. Jahr. Die 20. ist jetzt nominiert worden. Wie gesagt, wir verraten es noch nicht. Und die 21. geht jetzt in die Startlöcher. Und da habe ich eigentlich schon so ziemlich alles erlebt. Also die intensivsten Jahre waren jetzt tatsächlich die letzten beiden. Da hatten wir Petersilie und Kartoffel. Wir hatten tatsächlich aus der Politik starke Reaktionen, dass die Landespolitiker eines Bundeslandes Angst darum hatten, dass ihre Kartoffelbauern jetzt plötzlich alles pleite gehen, weil sie dann entdecken, oh, die Kartoffel ist ja eine Giftpflanze, die dann aber selber auch reumütig eingeräumt haben, ja, das erzählen wir bei Führungen auch, dass da Giftstoffe drin sind. Und bei der Petersilie war das genauso, dieses ein so gesundes Küchenkraut. Und wie kann das denn nun giftig sein? Naja, wenn man irgendetwas verkehrt macht, nämlich es erst im zweiten Jahr erntet und isst oder die Saatkörner verzehrt, dann kann es eben zu tödlichen Folgen kommen.
Genau, und da steckt natürlich jetzt ganz, ganz viel drin, nämlich das Wissen um Giftpflanzen, dann die so spannende Brücke zu Nahrungspflanzen, die sie ja auch in eine eigene Kategorie würdigen. Das heißt, diese Welt der Giftpflanzen ist sehr wabernd, sehr schwierig zu fassen, oder? Es gibt keine allgemeinen Merkmale, ja, da ist Gift drin. Und wenn ja, was heißt das überhaupt? Genau, so fängt jede Giftpflanzenführung bei mir immer an, wenn ich in Präsenz bin, unabhängig, ob es im Sondergarten oder an anderen Orten ist, wo ich Führungen anbiete. Erzählt mir doch mal bitte, woran man eine Giftpflanze erkennen kann. Und dann gucken die Teilnehmenden erstmal ein bisschen kariert aus der Wäsche und sagen dann, oh ja, ich habe da mal eine Idee. Rote Früchte, das ist ein Rot, das ist das Zeichen für Gift. Und dann sage ich, ja, genau, also rote Kirschen können wir gar nicht essen, rote Äpfel können wir nicht essen, Erdbeeren ganz, ganz giftig. Ja, nee. Nein, also rot wird es dann wohl doch nicht sein. Und es gibt tatsächlich keinen Hinweis. Jedenfalls für den Laien so offensichtlich nicht. Für jemanden, der irgendwann mal eine Gärtnerlehre gemacht hat und weiß, wie Pflanzenfamilien eingeteilt sind, der kann sich dann sehr leicht merken, dass alle Nachtschattengewächse Giftstoffe enthalten, dass alle Hahnenfußgewächse Giftstoffe enthalten, dass die Aronstabgewächse auch zu einer komplett giftigen Familie gehören, dass aber die Schmetterlingsblütengewächse ohne weiteres komplett stark giftige Sachen haben, aber auch die essbare Erbse dazu gehört. Also da haben wir wirklich die komplette Bandbreite. Und ja, es ist ein cooles Thema. Ich finde das sehr, sehr spannend. Es wird auch so in der Ausbildung zum Gärtner nicht so richtig thematisiert. Also ich war ja, Gott, mein Herrn, ich war ja schon bald 20 Jahre Gärtner, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Und da habe ich gedacht, boah, Masch, da hast du ja Glück gehabt, dass du bisher überlebt hast. Ne? Aber wir haben ja alle überlebt bis jetzt. Ne? Insofern ist das ein Thema, wo wir gar nicht so unendlich viel Angst vor haben brauchen, sondern einfach mal ein bisschen Augen aufgucken, was ist denn da eigentlich los und nicht einfach alles blind reinfuttern, was so uns vor die Nase kommt. Genau, Sie schreiben ja auch sehr schön, noch nie hat eine Giftpflanze einen Menschen angegriffen. Das fand ich großartig. Also so auch so ein kleiner Sidekick auf unseren heute ja auch teilweise hysterischen Umgang mit Naturdingen. Das können Sie gerne noch ein bisschen ausführen, weil genau, ein Beispiel vielleicht auch der Kartoffel, ja, genau wie die Petersilie bei uns, bei mir täglich zu Gast und dennoch giftig. Wie können wir da eben uns alltäglich jetzt annähern? Wir nehmen einfach mal die Kartoffel. Die liegt da ja jetzt so in, ich sag mal, böse im Discounter und wartet darauf, dass sie gekauft wird und hat sich natürlich fein gemacht. Ne? Sie ist vorher unter die Dusche gesprungen und hat jeglichen Sand von sich abgespült, damit wir mit unseren Gucci-Handtäschchen natürlich die 5 Pfund Kartoffeln dann auch perfekt nach Hause kriegen und dann abends dann auch noch in die Disco gehen können mit demselben Handtäschchen. Das ist heute durchaus möglich. Hat aber die große Folge, dass diese Sandpatina die Kartoffeln nicht mehr schützt, nämlich vom Licht. Und so haben wir schon ganz viele vergrünende Kartoffeln ohne weiteres auch im Discounter liegen, die im Prinzip alle giftig sind. Also sobald eine Kartoffel grün wird, wir hatten die Familie schon genannt, die Familie der Nachtschattengewächse, da sind alle grünen Pflanzenteile giftig. Das heißt, das Solanin, das Gift von diesen Pflanzen, das sitzt immer direkt am Chlorophyll. Und sobald sich Chlorophyll bildet, bildet sich auch der Giftstoff. Und ja, jede grüne Stelle in der Kartoffel ist eine potenzielle giftige Stelle, auch wenn wir so ganz billige Kartoffelchips kaufen und die Tüte mal so einfach auf dem Tisch komplett ausschütten und mal gucken, wie viele grüne Flecken da drin sind. Auch das sind alles Giftstoffe. Kann man nun also natürlich sagen, ja, pff, kein Problem, ist ja frittiert. Ja, das Frittieren ist das nächste Problem. Ne? Wenn wir eine Kartoffel zu heiß erhitzen, dann haben wir auch Giftstoffe da drin. Das ist auch nicht so der Burner. Und ich glaube, wir müssen das auf 270 Grad oder irgendwie was, steht alles im Internet, erhitzen, um das Solanin tatsächlich kaputt zu kriegen. Also dann ist die Kartoffel auch eher schwarz und nicht mehr lecker. Insofern müssen wir gucken. Und wenn wir dann die Kartoffeln nach Hause getragen haben und sagen, boah, nee, heute gibt es keine Bratkartoffeln, die machen wir mal an einem anderen Tag. Und eine Woche später tobt das Leben in unserem Kartoffellager denn schon, weil nämlich die Keime lang geworden sind. Auch dann müssen wir aufpassen. Ich meine, kann man natürlich abputzen und im Biomüll tun. Die Idee ist aber nicht so toll, weil die Pflanze bereitet sich ja darauf loszuwachsen sozusagen. Und in diesem Prozess bildet sie auch, ohne dass sie grün wird, Solanine.
Und insofern Keime, die länger als 1 Zentimeter sind, an den Kartoffeln signalisieren uns, dass diese Kartoffel nicht mehr zum Verzehr geeignet ist. Also nicht Großartig. abmachen, sondern wegschmeißen. Also wegschmeißen ist ja jetzt auch blöd, ne? Wer ein bisschen Boden im Garten hat, der pflanzt die Kartoffel einfach ein und verschiebt die Ernte und den Verzehr um ein paar Monate und erntet dann viel mehr Kartoffeln. Das geht natürlich auch. Und was haben wir denn noch für Aggressoren da in der Kartoffel drin? Die Erntemaschinen, ne? Die sind nicht zwingend immer sehr freundlich zu den Kartoffeln. Das heißt, es kann ohne weiteres zu Verletzungen kommen. Und wenn ich eine durchgeschnittene Kartoffel habe, dann sagt man ja, okay, da ist jetzt ein bisschen Sand dran, die Schnittstelle schneide ich nochmal wieder ab und gut. Ja, aber auch das funktioniert nicht, weil die Kartoffel ist ja ein Überwinterungsorgan. Und sobald dieses Überwinterungsorgan jetzt verletzt ist, auch dann fängt die Pflanze an, sich zu schützen, Solanine zu bilden und wird dann giftig. Also solche angeschnittene von der Erntemaschine Kartoffel ist giftig. Und wir haben ja unser Küchenmesser, ne? Was ja die Kartoffel schält. Und wenn ich jetzt sage, so, jetzt bin ich aber ganz fleißig heute Montag, ne? Montag ist Schontag, heute schneide ich Kartoffeln und schäle mir für die ganze Woche die Kartoffeln vor, dann brauche ich das die ganze Woche nicht mehr machen. Ja, auch dann ist spätestens ab Dienstag, Mittwoch die Kartoffel giftig, wenn ich sie einfach nur so in den Kühlschrank lege, weil ich habe sie ja verletzt. Ich habe sie ja nackig gemacht, die Schale ausgezogen und auch dann fängt die Kartoffel an, Giftstoffe zu bilden. Das heißt, diese Kartoffeln im Glas, da ist meistens Essig mit bei, was dann diese Bildung von Giftstoffen verhindert. Wahnsinn, in so wenigen Minuten so viel gelernt und auch Neues gelernt. Das heißt aber ja, wie dürfen wir uns denn jetzt, also dieser eigentlich von mir völlig naiv verwendeten Kartoffeln und dem Motto, gut, schneide ich großzügig raus, ich verwerte ja alles, ich bin ja ne, ganz klimafreundlich sowieso unterwegs. Wie können wir uns denn jetzt Giftpflanzen nähern? Also das heißt, wir brauchen ganz viel Aufklärung, ganz viel Wissen, was Menschen wie Sie vermitteln, auch selbst bei den vermeintlich banalsten Dingen, die wir nie hinterfragen. Ja, wir haben es früher hinterfragt, ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass unseren Großeltern das nie passiert wäre, die haben Einkellerungskartoffeln immer dunkel gelagert, die haben immer den Sand dran gelassen, da ist keiner auf die Idee gekommen, mit der Kartoffel erst duschen zu gehen und sie dann einzulagern. Und wenn wir diese ganzen Schritte einfach mal wieder hervorholen und mal gucken, was haben die eigentlich gemacht, dann sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg. Warum ist das abhanden gekommen? Das ist eine Frage, die ich mich schon seit Ewigkeiten stelle. Warum ist Naturwissen weg? Und wir haben so viele Möglichkeiten mit den modernen Medien, über Internetseiten, Podcasts und so weiter. Da wird immer geredet, gemacht und getan und aufgeklärt. Aber warum ist das eigentlich notwendig? Warum ist dieses Wissen weg? Warum ist das, was ich jetzt sage, für viele Menschen neu und interessant, obwohl es eigentlich uralt ist? Also wenn ich manchmal meine Führung mache, höre ich im Keller immer die Bartwickelmaschine wieder laufen, die den Bart von dieser alten Kamelle wieder anfängt aufzuwickeln so. Und aber es ist einfach nicht mehr da. Das heißt, wir haben irgendwann haben die Älteren aufgehört zu erzählen oder die Jüngeren haben aufgehört zuzuhören, weil andere Dinge dann plötzlich wichtig waren. Und jetzt erinnern wir uns doch daran, dass das Wissen um die Natur wichtig ist, ne? Wenn wir so den Klimawandel uns angucken und klimafreundlich agieren wollen, was ist denn eigentlich klimafreundlich? Wer weiß, was klimafreundlich ist und wer weiß, was, das ist noch viel schlimmeres Wort, nachhaltig, ne? Was ist um Gottes Willen nachhaltig? Und genau, aber um die Frage zu beantworten, ich kaufe sandige Kartoffeln, ne? Ich gehe in den Discounter und sage, nee, diesen nackten Kram, da kaufe ich nicht, ich kaufe nur sandige Kartoffeln. Und wenn keine sandigen Kartoffeln da sind, dann gehe ich zum Verkäufer und frage ihn, sag mal, warum habt ihr keine sandigen Kartoffeln? Die halten viel länger, warum habt ihr nur die geduschten? Und dann wird der Verkäufer zwar sagen, ja, das macht der Einkauf in den Timbuktu irgendwo, aber trotzdem, da muss man einfach, das sind wir Bürgerinnen und Bürger, die dann, wenn die Wahl da ist, sandig oder geduscht, dann muss ich eben zu den sandigen Kartoffeln greifen, weil die halten viel länger. Das ist jetzt ein sehr, sehr schönes und plastisches Beispiel. Bei manchen Pflanzen ist es ein bisschen subtiler, weil man sie tatsächlich erstmal auch erkennen darf und dann eben wissen darf, okay, wie viel davon, wie geht's und was ist es? Deswegen kommen wir jetzt, weil die Welt der Giftpflanzen natürlich auch sehr groß ist, vielleicht doch noch mal zur Jahrespflanze. Kommen wir also zu dem, was Sie auserwählt haben, was wunderschön anzusehen ist. Und hier haben wir doch wieder die Brücke zur Ernährung. Es ist auch ein Hülsenfrüchtler, nicht?
Es ist ein Hülsenfrüchtler, ja, aber ich habe es nicht auserwählt, weil das Publikum hat ja Ja, gewählt. Also okay. ich bin nur derjenige, der Zettel hinlegt und sagt, das ist giftig und sag mir mal und ich zähle den aus. Also ich bin unschuldig Okay. sozusagen. Gut, aber jetzt Und sprechen Sie es doch mal aus. Was ist es? genau, es ist der Blauregen. Ja, tatsächlich, es ist der Blauregen. Wir hatten ja diverse Pflanzen zur Auswahl und der Blauregen hat sich eigentlich sehr frühzeitig abgesetzt. Wie gesagt, nachdem wir zweimal eine Nahrungspflanze hatten, ich hätte mir gewünscht, dass es die Nahrungspflanze geworden wäre, so rein emotional, weil es war der Spargel. Ne? Und dann hätte ich nämlich das Lieblingsgericht der Deutschen, Petersilienkartoffeln mit Spargel, innerhalb von 3 Jahren zu einem giftigen Gericht gemacht. Da hatte ich natürlich schon so Marketing-Fantasien, das dann unter die Leute zu bringen. Das muss ich mir dann aufsparen. Jetzt, der Spargel darf jetzt in 5 Jahren wieder antreten. So viel dazu. Ja, der Blauregen. Der Blauregen ist ein wunderbares Gehölz. Da wird sich in diesem Jahr keine Produktionsgärtnerei drüber aufregen, weil den pflanzt man, weil er schön ist, weil man den Platz dafür hat. Und es gibt auch wenig Menschen, und das ist bei vielen Pflanzen so, die Gefahr, dass die einfach weggenascht werden oder so. Es ist immer wirklich die Verwechslungssituation, die wir haben. Das heißt, wenn wir ein Pflanzenteil, eine Frucht geerntet haben und das Kind dann mit dieser durchgematschten Frucht in der kleinen Kinderhand ankommt und sagt, oh Mama, Papa, da haben wir so tolle Früchte da hinten gefunden, können wir die essen? Und das wird dann gezeigt und das sieht dann irgendwie so ein bisschen blau-rot aus und man denkt dann, das sind Brombeeren, die da gepflückt worden sind. Ja, hau mal rein. Und in Wirklichkeit ist es dann vielleicht die Kermisbeere gewesen, was dann nicht so gut ist. Und wenn man hingegangen wäre als Erwachsener, hätte man direkt gesehen, es ist keine Kermisbeere, es ist keine Brombeere, es ist was anderes. Auch wenn man es dann nicht erkennt, hätte man gleich gesagt, nee, das essen wir nicht. So. Und insofern ist es einfach so bei der Kindererziehung auch die Zeit, die man sich nimmt, mit hinzugehen. Und das gleiche Problem können wir beim Blauregen auch bekommen, wenn die Blüten bestäubt sind. Und die Früchte dann an den Kletterpflanzen hängen, dann bilden die eben so recht lange Hülsenfrüchte, wie eben die Feuerbohne auch. Und wenn man die abmacht und auf den Tisch legt und Stangenbohnen daneben legt, also ich gebe ganz ehrlich zu, wenn das im geernteten Zustand da ist, ordentlich durcheinander gebracht, bin ich nicht in der Lage herauszufinden, was ist jetzt Stangenbohne und was ist Blauregen. Und insofern müssen wir da tatsächlich immer genau hingucken, wenn wir die komplette Pflanzeninformationen haben, um sie zu bestimmen. Genau, das ist eine ganz wichtige Sache, immer komplett hingehen. Und wenn man irgendwas geerntet hat, dann, um es vielleicht auszusehen als Hobbyist oder so, dann einfach auch vernünftig ausetikettieren. Also die dann mit einem Etikett versehen, das ist Blauring, ist keine Bohne, vorsichtig. Ne? Ja, wenn diese Pflanzenbeschilderungen dann auch noch ein paar Jahre überstehen, ist es super. Ich habe das auch mal gemacht, aber die sind dann wohin auch immer verschwunden. Aber es ist ein wichtiger Hinweis, der auch für alles, was wir einmachen oder so gilt. Ich denke dann immer, ja, ich erinnere mich dann daran. Ist natürlich völliger Blödsinn. Also ein wichtiger Hinweis, genau, beschriften. Aber können Sie uns noch ein bisschen mehr zur Botanik oder auch zu diesen giftigen Inhaltsstoffen verraten? Ja, also wir haben ja den Blauregen, hört sich ja ähnlich an wie Goldregen, die gehören tatsächlich ja auch zur gleichen Pflanzenfamilie. Bei Goldregen weiß im Prinzip jeder, der ist giftig. Und die enthalten im Prinzip auch ähnliche Inhaltsstoffe, aber der Goldregen ist von den Inhaltsstoffen deutlich konzentrierter. Das heißt, wir sortieren ja die Pflanzen in giftig, in stark giftig und in sehr stark giftig. Das heißt, bei einer giftigen Pflanze habe ich eine Menge X von Pflanzenmaterial, was schlecht für mich ist. Und bei der stark giftigen Pflanze ist diese Menge X deutlich geringer. Also, und sehr stark giftig ist dann teilweise nur ein Berühren. Und mir kommt es, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht darauf an, was da drin ist und ob ich mich übergeben muss oder ob ich Durchfall bekomme, ob ich Fantasien bekomme oder Herzrasen oder mein Herz ganz langsam schlägt oder was mir eigentlich passiert. Und das mache ich eigentlich bei meinen Führungen auch immer klar. Wenn ich das alles mit vermittle und als bedeutendes Inputmaterial erwarte, dass die Zuhörenden das mitnehmen,
dann sind die schon mal überfordert. So. Und wenn wir mit diesem Podcast jetzt vermitteln, dass die Menschen wissen, aha, ja, wir haben über Petersilie gesprochen, im zweiten Jahr darf ich sie nicht mehr essen. Das heißt, ich muss jetzt im Frühjahr neu aussehen. Die Kartoffeln nicht geduscht, sondern sandig mitnehmen. Und Blauregen ist auch giftig. Dann haben wir schon sehr viel erreicht, weil wir haben nämlich über die Petersilie gesprochen, was man sich merkt. Wir haben über die Kartoffel gesprochen, was man sich merkt. Und wir haben über den Blauregen gesprochen. Und diese Information ist giftig, darf ich nicht essen, muss ich aufpassen, wenn ich da mit den Früchten umherhantiere, weil alle anderen Pflanzenteile erkennt man in jeglicher Situation ganz schnell. Dann haben wir viel erreicht. Okay, aber wo kommt er denn ursprünglich her? Ist das, Ja, es gibt eine Sorte, die kommt aus dem asiatischen Bereich und eine aus dem nordamerikanischen Bereich. Also es gibt zwei verschiedene Sorten. Es gibt die Blütenfarbe blau, natürlich, sonst würde er nicht Blauregen heißen. Gibt aber auch weiße und hellblaue Sorten. Und die haben unendlich lange Ranken. Die werden bis zu 30 Meter lang. Die können oder 30 Meter hoch werden können diese Pflanzen. Also die brauchen ein massives Gestell, wo sie sich auch ranranken. Um dieses wirre Ranken im Garten ein bisschen zu reduzieren. Da kann man sie ein bisschen zurückschneiden, dann hört dieses Geranke so ein bisschen auf. In China gibt es sogar eine Brücke, die aus den Tauen von der Wisteria, von dem Blauregen gemacht wurde. Also die sind sehr massiv und stabil. Wenn ich die ans Haus pflanze, muss ich schon aufpassen, dass die Pflanze sich da nicht reingeht in den Putz. Das heißt, wenn die dicken Wachstum macht, ähnlich wie der Efeu, kann da auch ohne weiteres Schäden auftreten. Und auch die Pergola, wenn ich sie daran wachsen lasse, auch da müssen wir eine recht stabile Variante dann haben und auch immer ein Auge drauf haben auf die Pflanze, ob die Verkehrssicherheit dieses Bauwerks dann tatsächlich noch gegeben ist. Also das ist eine Pflanze, die Power hat. Viele Pflanzen haben Power und wir sehen das nicht so gerne und beachten das auch nicht so gerne. Aber da müssen wir schon denken, also einen guten Standort haben. Und dann ist es eine coole Gartenpflanze. Also ich liebe sie sehr, egal wo ich sie sehe. Ich sehe immer gerne Fotomodel bei mir und das ist was Tolles. Also es gibt keine Pflanze, die nur aufgrund ihrer Giftigkeit jetzt irgendwie blöd ist. So. Sowieso nicht. Diese Einteilung So, ist ja ne? eh menschengemacht. Aber das machen viele, ne? Die dann sagen, boah, nee, das will ich bei mir im Garten nicht. Ne? Ich will keine Giftpflanzen bei mir im Ja, Garten. Ich, okay, ja. jetzt fangen wir mal an. Ne? Wir machen mal ein Foto und dann machen wir mal, xen wir mal alles aus, was giftig ist im Garten. Und dann bleibt nicht mehr viel über. Ne? Ach ne, den will ich ja nun auch behalten, aber der ist doch nicht so doll giftig. Also das ist immer ganz häufig. Ne? Doch, ist giftig. Ne? Eibe zum Beispiel, meine schöne Hecke ist giftig. Ne? Haben wir jetzt schon die vierte Pflanze in dem Podcast drin, die wir gelernt haben. Ne? Eibe ist auch giftig. Ja. Kann man ihn denn den Blauregen zu medizinischen Zwecken, hat man den mal genutzt? Soweit ich weiß nicht. Ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen zu gucken. Der Goldregen wurde tatsächlich benutzt, weil da noch mehr Inhaltsstoffe drin sind. Also der Goldregen wurde tatsächlich als Tabakersatz von Soldaten genutzt und ist heute in Medikamenten zur Rauchentwöhnung drin. Aber ich vermute, dass der Blauregen da nicht ausreichend Potenzial hat und deswegen nicht reinkommt. Also ist einfach nur eine schicke Pflanze, die wir nicht essen dürfen. Wunderbar. Ja, weil manchmal die Eibe zum Beispiel hat ja eine gewisse ein Renommee, zum Beispiel bei der Krebstherapie und so weiter. Also manche Giftpflanzen nutzen uns ja bei medizinischen Anwendungen. Ganz viele, ne? Wenn wir den Fingerhut uns angucken, ne? Ganz wichtiges Herzmedikament oder die Herbstzeitlose auch im Bereich Herzmedikation ohne weiteres am Start. Aber das dürfen wir eben nicht vermängelieren. Also die Heilpflanzengeschichte, also die wirkliche Heilpflanzenverwendung, das ist den Apothekern und den Ärzten ihr Ding und der pharmazeutischen Industrie und den Pharmakologen. Und wir sind ja Gärtnerinnen und Gärtner hier. So. Das heißt, wir sind dafür zuständig, dass die Pflanze sich wohlfühlt im Garten, dass sie Wasser kriegt, ein bisschen Dünger kriegt, dass sie schick aussieht und so weiter und so fort. Und dass wir wissen, wir essen sie nicht. Wir haben dann natürlich ein paar Kräuter, die wir problemlos verzehren können, die für uns gut sind, die ungefährlich sind. Das ist alles richtig. Aber so an diese richtigen Brecher, das ist einfach nicht unsere Baustelle. Ne? Da haben wir Menschen, die sich da besser mit auskennen. Und auch ich habe keine Heilpraktiker-Ausbildung oder kein Doktortitel in der Medizin oder irgendwie sowas. Das akzeptiere ich so. Ist giftig und Schluss. Da wird dann auch nicht weiter drüber diskutiert. Und
Gut, es ist auch noch ein klares Statement. Das darf hier auf jeden Fall so Gehör finden. Wenn es aber dennoch mal so ist, wir haben ja auch, also wenn es dennoch mal so ist, was ist denn, wenn ich mich vergiftet hätte? Gibt es da eine schnelle Notrufnummer? Genau, es gibt die Giftinformationszentralen, die nach Regionen, sag ich mal so, sortiert sind. Da sollte man sich als Gartenbesitzer auf jeden Fall die Notrufnummer der jeweiligen Region auf jeden Fall ins Handy mit einspeichern. Das heißt, da kann man flott Hilfe bekommen. Es ist eine Notrufnummer, ja, wie 112, 110. Das, auch wenn die ein bisschen länger sind, diese Nummern, das ist keine Nummer, wo man mal anrufen kann, um mal mit einem Arzt über Giftpflanzen zu klönen. Da gibt es andere Möglichkeiten dann, sich da zu informieren, sondern es ist tatsächlich eine Notrufnummer, die für Notfälle reserviert sind. Das heißt, wenn ein Vergiftungsfall vorliegt, wie auch immer er geartet ist oder man meint, es ist einer, dann als erstes den Notruf über 112 absetzen, den Krankenwagen besorgen, nicht ins eigene Auto packen oder erstmal zum Arzt gehen und 2 Stunden im Wartezimmer warten, Krankenwagen und ab die Post ins Krankenhaus. So. Und dann kann man parallel immer noch sagen, pass auf, ich habe hier eine Pflanze, ich vermute die und die Person, die jetzt in das und das Krankenhaus fährt, hat dies und jenes gegessen. Und dann setzt sich der Giftnotruf eben mit dem Krankenhaus in Verbindung und berät dort von Arzt zu Arzt dann, ja. Oder auch eine persönliche Beratung, ne? Also ich habe mit den Leuten vom Giftnotruf schon viel über andere Telefonnummern mich auch ausgetauscht und da kam dann eben auch sehr schnell die Geschichte, dass eine sehr aufgeregte Person angerufen hat und sagt, ich habe mich vergiftet, ich habe mich vergiftet. Ja, warum machen Sie das denn fest? Ja, ich weiß es. So, und das ist natürlich so diese Hysterie, die muss man rausnehmen. Ne? Und dann kam der fatale Tipp, ja, dann trinken Sie doch ein bisschen mehr. Ne? Dann spült man den Körper durch und wenn Sie nichts merken. Die Frau hat so viel getrunken oder die Person, ich glaube, es war eine Frau, weiß ich sogar nicht so genau, die hat so viel getrunken, dass die Gedärme nachher zerrissen sind dann und die war so hysterisch und dann ist sie an innerlich ertrunken sozusagen. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Man muss die Menschen abholen und sehr ernst nehmen, dann in ihrer Situation und auch immer sagen, geh zu anderen Menschen hin und begib dich aus der Einsamkeit heraus und besuch Leute, die dich dann beobachten und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wir sind ja auch mit den Händen überall. Es gibt ja das Wort begreifen. Ne? Wie oft sagen wir, hast du das nicht begriffen? Ne? Wie oft hat man das als Kind gehört? Und dieses Wort begreifen hat ja etwas mit der Hand zu tun, anfassen, begreifen, befühlen. Und das ist eben bei Pflanzen nicht unbedingt die richtige Geschichte. Ne? Wenn wir uns den Eisenhut angucken, Europas giftigste Pflanze, wenn wir da ein bisschen an den Blättern reiben, dann haben wir ein Taubheitsgefühl in den Händen. Das ist die erste Vergiftungserscheinung. Und wie oft habe ich schon Führungen gehabt, wo ich gesagt habe, nicht anfassen, nicht dran reiben. Und ich habe immer Kandidaten dazwischen, die das ausprobieren müssen und dann sagen, ich merke gar nichts. Ne? Ja, sage ich, was habe ich denn eben erzählt? Das muss man nicht ausprobieren. Und insofern sind es eben ganz klare Regeln, die wir auch mit den Kindern abmachen müssen. Es wird nichts angefasst. Du musst nicht alles ankrabbeln. Guck es dir an. Da kannst du auch schon viel erfahren. Und wenn ich sage, das darfst du anfassen, weil das ist der wollige Zies, der ist flauschig, kuschelig wie so ein Teddybär, dann ist in Ordnung. Aber ansonsten wird nichts angefasst. Ne? Oder so, ich kenne es selber aus meiner Schulzeit, wenn man dann eine elendig lange Wanderung gemacht hat und dann irgendwelche Ligusterblätter abgestruppelt hat und nach hinten geworfen hat oder was. Das ist natürlich ja aus Langeweile geboren, denn weil das ja schon wieder öde war, diesen langen Wandertag dann zu machen. Und das muss nicht sein. Ne? Also man muss nicht alles anfangen. Erstmal findet die Pflanze das nicht cool, wenn sie ihre Blätter verliert. Und zweitens setzen sich eben auch einige zur Wehr. Ne? Aber das sind ja wirklich mal ganz klare Ansagen. Und Sie dürfen jetzt gerne noch zwei, drei Regeln mehr formulieren im Umgang mit giftigen Gesellen da draußen. Also, dass wir wirklich eine Art Tipp oder Tools haben, so geht's und so eben nicht. Seien Sie ruhig klar. Ganz Also klar, erstens wie erstens nicht anfassen. So. nicht anfassen, genau. Und manchmal ist das Anfassen gar nicht so schlimm. Wenn ich jetzt an den Lebensbaum denke, eine Lebensbaumhecke habe, die ich dann eben am Schneiden bin, dann tritt der Pflanzensaft aus.
warmer Sommertag, herrlich, ne? Wir freuen uns alle. Ich habe ein T-Shirt an und schneide dann die Hecke. Dann komme ich mit dem Pflanzensaft in Berührung. Das heißt, da gibt es auch Hautirritationen dann. Das heißt, sobald ich mit Pflanzensäften in Berührung komme, auch die können nochmal ganz anders reagieren als die heile, die gesunde Pflanze. Und es ist ja so, das merken wir Menschen ja auch, wir reagieren ja auf Giftstoffe, ich nehme mal den Giftstoff Alkohol, auch ganz unterschiedlich. Das heißt, wenn ich mal abends ein Bierchen trinke, dann bin ich den einen Abend ganz normal, gehe zu Bett und fühle mich normal, als wenn ich keinen Alkohol getrunken hätte. Und am nächsten Abend bin ich total müde, weil mich der Alkohol einfach müde gemacht hat. Oder ich bin völlig aufgedreht, aufgekratzt. Das sind die Situationen, die eine völlig akzeptierte Flasche Bier ja in mir auslösen kann. Und genauso ist es bei den Pflanzen auch. Das heißt, im Laufe des Jahres haben die auch ganz unterschiedliche Inhaltsstoffe. Das heißt, wenn ich zum Herbst hin eine Pflanze mir angucke, können die Inhaltsstoffe ganz anders sein als im Frühjahr. Je nachdem, wo die Pflanze jetzt, ich sag mal, Bedenken hat, dass man ihr Böses will. So, in dem Moment bildet sie Giftstoffe. Die Tomate zum Beispiel, ein herrliches Beispiel, ne? Warum ist die Tomate eine Giftpflanze? Und wann ist sie eine? Sie ist, solange sie grün ist, giftig, ne? Und plötzlich wird sie rot und wir können sie verzehren und sie ist lecker und gesund. Warum ist sie giftig, wenn sie grün ist? Nun gut, die Saatkörner da drin sind einfach noch nicht ausgereift. Das heißt, wenn sie dann schon gegessen worden wäre, wäre die ganze Mühe bisher, das Leben wär dahin gewesen. Das heißt, die Göhren, die kommen nicht in die Möglichkeit zur Keimung. Erst wenn wir sie essen und dann für die Tomate im besten Fall irgendwo auf dem Acker schittern, dann kann eben aus unseren Hinterlassenschaften dann dort eine neue Tomatenpflanze wachsen. Und das funktioniert nicht, wenn die Saat noch nicht reif ist und wenn die Frucht noch nicht reif ist. So, und so ausgeklügelt ist das im Prinzip da alles in der Natur. Wenn wir mal denken, naja, Pflanzen, das sind so grüne Dinger, die haben sowieso keine Ahnung. Also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ist das weit gefehlt. Also die sind häufig ausgebuchter als wir Menschen dann sind, ne? Und da muss man sich einfach mit beschäftigen. Und wenn man da mal anfängt, sag ich mal, so ein bisschen hinter das Blattgrün zu gucken, ist das schon eine echt coole Sache, was da in der Pflanzenwelt so abgeht und eine spannende Idee, sich mit Kräutern, Bäumen, Blättern, Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen. Aber bitte immer nur bei den einfachen, gemäßigten. Sobald irgendwo steht, stark giftig oder sehr stark giftig, dann ist es eben auch kein Spielzeug mehr. Aber wir hören, es ist eine Menge Wissen, was wir auch, wenn wir Kräuterfrauen und Männer sind, nicht wissen. Das heißt, da ist ein Mensch wie Sie und Ihr Bildungs- und Vermittlungsangebot Gold wert, Goldregen wert. Deswegen glaube ich, dürfen Sie ruhig am Ende nochmal Werbung machen für Ihre spannenden Angebote. Teilen Sie gern noch, was Sie anbieten oder wo Sie uns vielleicht einen Pack angeben können, wie man jetzt vielleicht in diese Welt der Giftpflanzen auch wirklich sinnig und bewusst eintaucht. Genau, wir haben ja verschiedene Suchmaschinen und wenn wir da einfach botanischer Sondergarten eingeben, dann kommt man relativ schnell auf unsere Internetseite und dort findet man zum einen die Angebote, die wir anbieten, online und in Präsenz und für Schulklassen natürlich auch. Und zum anderen kommt man dann auch auf den Reiter Giftpflanze des Jahres. Und da haben wir eben 20 sind es ja schon, 20 recht ausführliche Steckbriefe. Und auch immer die zusätzlichen Kandidaten dazu. Also wir haben 100 Pflanzen, die da vorgestellt sind, die giftig sind. Aber wir haben auch fast das ganze Portfolio in Bildern schon dargestellt, welche Pflanze tatsächlich giftig ist, eben um das Vorschlagen der Pflanze, wenn da jetzt nur steht, das ist eine Tollkirsche, ein schönes Beispiel. Kein Mensch weiß, wie die Tollkirsche aussieht, ne? Wird immer als Baumstrauch oder irgendwas beschrieben, ist aber in Wirklichkeit eine Staude. Und die ist auch, und das muss ich unbedingt noch sagen, fiese und gemein und hinterhältig zu uns Menschen, weil die schmeckt gut. Ja? Die allermeisten Pflanzen haben einen unangenehm bitteren Geschmack. Aber die Tollkirsche schmeckt gut. Das ist eine süßliche Frucht. Ne? Atropa belladonna, schöne Frau. Die Menschen kriegen dann eben diese großen Pupillen, der erotische Blick, was der Steinzeitmann dann cool fand, wenn die Steinzeitfrau so ein bisschen an der Tollkirsche geknabbert hat und sie dann hinter den nächsten Stein entführt hat. Und genau das passiert heute letztendlich auch noch. Und das
wissen die allermeisten nicht. Ne? Die essen davon, gerade Kinder auch essen davon und sagen, ja, schmeckt ja gut. Und dann plötzlich ist das Problem da, dass man denkt, oh, mir wächst ein Pelz und ich habe ganz komische Ideen und ich kann fliegen und all sowas, weil das ist eine psychoaktive Pflanze. Aber die ist weitgehend unbekannt. Ich habe schon Umfragen, wir standen direkt vor den Pflanzen, die Leute gefragt, wie sieht eine Tollkirsche aus? Und die haben dann ratlos durch den Garten geblickt und haben gesagt, ja, ich weiß auch nicht so und so und so. Aber keiner hat gesagt, steht doch da. Ne? Also das ist eine Pflanze, die jeder kennt, ja, und die aber niemand weiß, wie sie aussieht. Ne? Und dass sie toll ist und toll macht, ist auch im wahrsten Sinne des Wortes so, weil toll bedeutet nicht das, was man heute als prima und klasse und Nee. gut bezeichnet, sondern das bedeutet nämlich wahnsinnig werden. Ne? Du bist wohl toll, du bist wohl verrückt geworden dann. Ne? Toll, Wut, toll, Kirsche. Da kommt das Wort toll hin und das hat nichts damit zu tun, wenn das Kind eine Eins macht, du hast das toll gemacht, da war das Kind nicht verrückt, sondern ganz entspannt und fokussiert, sondern das hat es prima gemacht. Genau. Sie erzählen wunderbare Geschichten, Herr Masch. Und ich glaube, über diese Seite kommen wir ja schon wirklich zu einem tollen Portal, was die Giftpflanzen betrifft. Wir können uns auch beteiligen an der Wahl 2025. Und wirklich, da ist wirklich Paracelsus Zitat, finde ich immer noch sehr sinnig. Die Dosis macht das Gift. Natürlich, Achtsamkeit ist ja auch eine unserer wichtigsten Aussagen, gilt, glaube ich, da umso mehr bei den Giftpflanzen. Aber ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben und ihr ja, alle Sinne sozusagen geöffnet haben für auch das Gift im Kühlschrank. Genau. Letzter Tipp, kaufen Sie sich doch mal ein Buch. Ja, und wenn da drauf steht Giftpflanzen, ist das viel, also eine viel tollere Quelle als das komische Internet. Ja, Auch sondern sieht da man sind die. wir sehr bei Ihnen. Wir schreiben sogar Bücher. Dankeschön. Sehr gerne. Danke an dich fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wenn du nun Lust auf giftige und ungiftige Pflanzen bekommen hast, empfehlen wir dir noch zum Abschluss den Luna Herbs Newsletter, wo du wöchentlich schöne Anregungen erhältst. Und außerdem gern nochmal der Hinweis auf den nächsten Brennnessel-Workshop, den du für den 16. April buchen kannst. Ein Abend nur zu dieser einen und zugegebenermaßen ganz außergewöhnlichen Pflanze. Also schnell noch einen Platz sichern. Und wir versichern dir, in der Brennnessel ist wirklich kein Gift drin. Schön gesund bleiben, wünscht dir für heute deine Mo.